Ich begrüße herzlich Markus Ulbich, den Innenminister des Freistaates Sachsen. Guten Tag nach Dresden. Einen wunderschönen guten Tag nach Bonn. Ein Sprichwort sagt, ex oriente lux. Ist die Rettung des Abendlandes jetzt aus dem Osten zugange, also in Dresden? Beginnt sie dort? Ich denke, dass wir derzeit nicht über die Rettung sprechen, sondern wir haben eine Entwicklung, die wir in Dresden sehr aufmerksam verfolgen. Heute werden sich das 9. Mal in Folge Menschen in Dresden versammeln und ihre Ängste zum Ausdruck bringen. Und deshalb müssen wir diese Sorgen, diese Argumente auch ernst nehmen. Und wir sind derzeit dabei, Formate zu entwickeln, um ein echtes Gespräch hinzubekommen. Wenn Sie sagen, dass dort Ängste zum Ausdruck gebracht werden, wovor haben Sie dann Angst? Sorge? Schauen Sie, wenn wir die absoluten Zahlen anschauen, mit einer Ausländerquote von um die 2%, wenn wir schauen, dass diejenigen, die dem Islam zugehörig sind, von 0,1% an der Gesamtbevölkerung haben, dann kann man von Islamisierung mit Sicherheit nicht sprechen. Andererseits scheint der Nerv der Menschen getroffen zu sein, also in der Zeit, wo täglich Asylbewerberheime eröffnet werden müssen, um die Menschen, die hier aus Kriegsgebieten zu kommen, auch unterzubringen, gibt es so eine gefühlte Sorge, vielleicht eine tatsächliche Sorge, manchmal wird es auch instrumentalisiert, aber im Kern geht es darum, wie viele Menschen kommen denn zu uns, was sind das für Menschen, wie lange bleiben sie? Das sind Fragen, die die Menschen bewegen und offenkundig ist es uns bisher nicht in ausreichendem Maße gelungen, diese Fragen zu beantworten und deshalb werden wir uns stärker noch darum kümmern müssen. Wie machen Sie das denn? Gehen Sie da heute Abend hin, halten eine Rede und beruhigen die Menschen? Nein, wir haben da ganz unterschiedliche Angebote entwickelt. Zum Beispiel Frank Richter von der Landeszentrale für politische Bildung hat Herrn Bachmann und das Organisationsteam ganz konkret zum Gespräch eingeladen. Die Oberbürgermeisterin von Dresden hat in der letzten Woche vor dem Stadtrat angekündigt, ab heute wird ein Bürgertelefon geschaltet. Wir werden unterschiedliche Formate entwickeln, um mit den Bürgerinnen und Bürgern zu den einzelnen Themen ins Gespräch zu kommen. Ich habe jetzt angeregt und gesagt, wir müssen wahrscheinlich noch mehr die Kanäle bespielen, die auch diejenigen nutzen, die sich um Pegida scharen. Das bedeutet, wir müssen bei Facebook, bei Twitter noch intensiver uns in die Diskussion einschalten und vor allen Dingen Informationen liefern. Es geht da weniger um eine politische Bewertung, aber wir merken, dass viele Informationen einfach nicht vorhanden sind, dass teilweise mit Halbwahrheiten, mit Halberkenntnissen gearbeitet wird. Und das ist eine Herausforderung, vor der die Gesellschaft steht, aber der wir uns stellen. Und das ist ein Phänomen, das Sie erst jetzt beobachten, dass man jetzt versucht, mit solchen Netzwerken im Internet darauf zu reagieren. Ist da nicht vielleicht vorher ein bisschen was versäumt worden, falsch gemacht worden eventuell auch? Wir haben schon sehr frühzeitig ein Informations- und Unterbringungskonzept mit den Landkreisen und kreisfreien Städten vereinbart und die Diskussionen laufen ja auch schon eine ganze Weile. Aber die Form des Bürgerprotestes, die wir jetzt in den letzten Wochen hier in Dresden gesehen haben, haben uns dazu veranlasst, intensiver weiter darüber nachzudenken und das, was vorhanden ist, noch auszubauen, zu verbessern und auf die konkrete Situation noch zuzuschneiden. Wo liegt denn das eigentliche Problem? Sie sagen, es gibt ja keinen großen Ausländeranteil, keine radikalen Islamisierungstendenzen. Es gibt allerdings natürlich latent rechtes Gedankengut, das sich mehr oder weniger stark auch äußert. Und das dann gemessen mal an der Kernbotschaft der Pegida-Leute, die dort auf die Straße gehen. Wie passt das zusammen? Tja, das ist eine Sache, da müssen wir auch intensiv nachgehen. Einerseits muss man natürlich aufpassen, dass man denjenigen, die da durchaus auch als Rattenfänger unterwegs sind, nicht auf den Leim geht. Andererseits muss man dafür Sorge tragen, dass die Sorgen, die die Menschen tatsächlich haben, herausgearbeitet werden und da eben entsprechend Antworten gegeben werden. Was hören Sie denn von den Sorgen? Ganz kurz, wenn ich dazwischen fragen darf mal. Sind das so Modernisierungsverlierer oder Globalisierungsverlierer? Was sind das für Sorgen, die die Menschen haben? Was hören Sie da? Das sind ganz unterschiedliche Sorgen. Ich denke, da gibt es auch einen ganzen Teil derjenigen, die dabei sind, die Nichtwähler sind, die ein Stück weit den Frust, der sich angestaut hat, auch über diesen Weg jetzt entladen wollen. Aber es gibt auch ganz praktische Fragen, zum Beispiel,
die Unterscheidung zwischen denjenigen, die tatsächlichen Anspruch haben, hier als Flüchtlinge zu gelten, und denjenigen, die hierher kommen, um ein besseres Leben zu haben, also die Ausreisepflichtigen. Das genau zu erklären und da zu unterscheiden, das ist schwierig. Wir reden hier von komplexen Themen und da gibt es eben keine einfachen Erklärungsmuster. Die Pegida-Veranstalter, die versuchen das ja mit einfachen Erklärungsmustern zu beschreiben. Aber wenn man genauer hinsieht, muss man eben sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und aus dem Grunde denken wir derzeit darüber nach, mit unterschiedlichen Gesprächsangeboten wirklich den Fragen auf den Grund zu gehen. Wie schaffen wir es, dass die Kinder in die Schule kommen, dass sie die deutsche Sprache lernen können? Wie kann Sport integrierend wirken? Was können Vereine zukünftig noch besser leisten, um quasi den Integrationsansatz hinzubekommen? All das sind Themen, denen wir uns noch intensiver stellen, aber wo man nicht mit einer einfachen Antwort hergehen kann. Dann danke ich für die Antworten für heute. Dankeschön nach Dresden, Markus Ulbich, Innenminister von Sachsen. Bitte sehr.